So, herzlich willkommen zurück zum Livestream von GTA 5 VOB. Ja, es fällt immer wieder raus, deshalb war kurz Blackscreen. Und ja, ich bin ein bisschen gestresst gerade. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen komisch wirke. Okay, wir gehen mal kurz verkaufen. Ich habe natürlich noch ein bisschen angepflanzt und gefarmt, also abgeerntet. Und jetzt haben wir hier sicher mal einmal. Und dann noch ein zweites Mal hoffentlich. Geld. Nein, leider war zu viel. Schade, wir haben nur 50 mehr. Ja. Ja, wir müssen noch eine halbe Stunde warten, bis wir, ja, sozusagen ein Ding machen können. Da hat jemand mir einen Kratzer hinzugefügt vorher. Der war so, ja, weg vom Geschehen, dass er in mich reingerast ist. Natürlich nicht so toll, weil ich schon bei 74,1% bin. Meinem Auto. Ja, gut. Also, herzlich willkommen. Aha, schneiden ist auch nicht so gut, was der macht. Ich möchte eben gerne Sanitäter werden und hat eben noch nicht zurückgeschrieben, den ich angeschrieben habe. Also es geht halt noch einige Zeit, bis ich Sanitäter werde. Und ja. Ist wirklich Einbahnstraße dort? Ich habe nichts gesehen. Das ist ein bisschen doof, dass hier in der Stadt so kompliziert ist. Ich komme hier nicht raus, wie ich fahren soll. Ich mache jetzt immer mehr Rundspiel. Ich habe jetzt auch mir gedacht, ich will nicht Drago Basel heißen dann. Sondern, ja, ich erzähle es dann, wenn ich dann Polizist werde. Weil bis dann muss ich sicher noch sparen. Gut eingepackt. Glückwunsch für die Leistung. Ich mache das ein bisschen besser. Ich habe ja Zeit, also. Eine halbe Stunde haben sicher noch Zeit. Bis dann machen wir ein bisschen Busfahren, weil das auch sehr viel Einkommen einbringt. Und ich muss ja leveln. Ah, jetzt habe ich den schönen Bus. Sehr gut. Ja, und ich denke, mit dem Postkarte zurückschicken geht relativ gut. Aber was nicht so gut läuft, ist einfach, dass ich noch kein Geld auf der Kreditkarte habe. Und dann, wenn ich das habe, werde ich sofort die Sachen kaufen, die ich brauche. Bildschirm, Headset und Gamepad. Und ja, dann tut sich das Livestream auch noch ein großes Stück verbessern. Vor allem nämlich, ich kann jetzt einfach nicht schauen, was ihr schreibt. Und das kann ich dann mit dem zweiten Bildschirm natürlich sehr gut machen. Ja. Und freut mich, dass ich einfach auch eben ein bisschen Ding habe. Was macht der? Schläft der? Vorwärts. Ich warte jetzt einfach hier. Er ist ein bisschen geistesabwesend. Das ist nicht so für mich, wenn ich jetzt jemandem hinterher dackeln muss, so langsam. Aber das ist immer so, die Spiele sind sehr komisch, sehr manchmal. Es gibt schon echt gute Spiele, aber die sind sehr selten. Also es sind ungefähr 200 Spiele jetzt online hier. Also recht viele. Und da trifft man einfach immer wieder voll Idioten, die einfach nichts können. Oh, kannst du da nicht ein bisschen schneller machen, ey? Ich möchte gerne Geld verdienen. Nicht schlafen. Dem jetzt hinterher zu dackeln, war ja gar nicht. Also der hat irgendwie geschlafen oder hat schon eine Runde gemacht. Aber dann kam er ja nicht von unten, dann kam er von hier hinten. Komisch. Ein paar komische Leute sind hier noch da. Anfänger wahrscheinlich. Schön parkiert, also ich wäre fast reingefahren. Hä?
Es hat so stark geregnet und ich musste natürlich wieder irgendwo hinfahren zur Post. Und hat das genervt. Wenn du so nass wirst, dass du so der Schirm so nass wird, dass du eigentlich die ganze Zeit auf die Füße bekommst und so weiter. Ja. Jetzt bin ich natürlich recht geschafft. Der Regen hat mir alles abverlangt. So ein richtiger Platzregen gewesen. Ja, die Lolita ist endlich wieder weg. Ach, schlaf bitte nicht ein. Mach vorwärts. Ja, bin ein bisschen genervt, tut mir leid. Weil diese blöde Quest rechts nicht weggeht. Ich weiß noch, damals mit Drago Basler Charakter hatte ich das auch und ich war elend lange nicht fertig. Hab dann Hühner bekommen, also da habe ich bis zu Hühner gemacht und die Hühner waren irgendwie schlecht. Ich hoffe jetzt, wenn ich die Hühner, den Hühnerstall kaufe, dass es sich lohnt, immerhin. Ich hoffe, dass es sich lohnt. Aber irgendwann war es schlecht, also glaube ich, die Eier waren immer sehr schnell weg und die Hühner waren halt sehr, sehr langsam beim Brüten, beim ja, Produzieren von Eier. Ja, es hat echt ein lamer Server sozusagen, aber also von den Quests und so geht es immer sehr lange, bis man endlich mal in die Gänge kommt. Die ersten Levels sind ja immer grauenvoll, wie zum Beispiel jetzt hier der Bus. Ja, man verdient echt nicht viel. Was ich noch gedacht habe, ist, dass ich Taxi mache, ja, aber jetzt momentan sind so wenig Spieler online, da bringt es nicht. Also ich sehe jetzt gerade auch keine Taxis. Also ich habe jetzt, seitdem ich wieder online bin, noch kein Taxi gesehen. Und du weißt es. Und kannst du mich nicht vorlassen, wenn du so langsam bist? Das würde irgendwie so 2000 Ping haben. Müssen wir mal ein bisschen langsamer hinterherfahren. Oder ihn irgendwann mal begeben. Also, wenn es gut ist, halt überholen, aber das geht kaum mit diesem Scheiß, Alter. Okay, der geht jetzt hier durch. Muss ja nicht hier hoch, oder? Ja. Jetzt merkt er es endlich. Komm schnell! Schnell! Ich will vor ihn! Ich will schnell! Scheiß Auto! Er ist ein bisschen geistesabwesen. Ja, der macht sicher andere Hobbys noch nebenbei. Handy spielen, Musik hören, reden und so weiter. Aber der merkt doch, dass ich besser fahren kann. Schneller. Kann doch mich vorlassen. Ja, genau. Wie hat er denn die Kurve genommen? Das hat man gar nicht irgendwie gesehen. Ja, dass er einfach immer wieder nachleckt, oder? Dann sieht man es nicht. Oder nach, dass er wieder gute hinter der Verbindung hat und schlechte. Aber ja, fährt natürlich extrem unrollenspielhaft. Schneiden und so. Ja, die machen aber meistens nie lange, deshalb bin ich dann ein bisschen da. Aber das jetzt auf den konzentrieren zu müssen, dass ich nicht reinfahre, also ist mir ein bisschen zu umständlich. Könnte ja ein bisschen warten. Ich habe halt auch nur noch 20 Minuten Zeit, weil ich dann so fahren muss, oder eher 15 Minuten. Deshalb möchte ich jetzt einfach ein bisschen vorwärts kommen. Ja, wieder weg. Sieht dann immer so aus, als würde er in einem alten Film feststecken und ich bin in einem neueren Film. Ja,
Ja, früher, also vor 2 Jahren haben wir immer so Hubspiechen gemacht. Jetzt wird zwar weniger gemacht, nur bei den Parkplätzen, also beim Warten, oder? Aber immer als jemand durchgefahren ist bei der Straße oder so, haben wir gehupt. Das ist einfach geil, weil es macht einfach Freundschaft, es macht Verbindung. Und das ist immer so geil. Also ich werde jetzt ein bisschen langsamer fahren, wenn ich einfach wieder auf die Kommentare schauen muss und so. Und dann auf den Discord. Da ist immer viel los auf Discord bei mir. Auf dem Server. Es sind jetzt schon recht viele gekommen. Für alle, die auf dem Discord-Server schon sind, Dankeschön fürs Beitreten und aktiv sein. Und ja, ist auf Twitch ist noch nicht so viel los. Ich sehe am Abend so ab 18 Uhr dann was los. Also nicht wundern, dass ich nur einen Zuschauer habe, ich habe sonst mehr. Ja. Ist momentan einfach wenig los auch auf dem Server. Obwohl 200 auf dem Server sind, die meisten sind bei der Farm, habt ihr gesehen. Einfach am Arbeiten. Sie noch ein bisschen Geld verdienen können, bevor sie dann wieder Rollenspiele oder so machen. Und er hat wahrscheinlich aufgehört, das ist einfach viel schneller gefahren. Ah, hallo, Karte HD. Kann ich mitzum? Nein, du bist nicht dumm, aber du bist einfach ungeduldig. Ich kann nicht immer so schauen. Ich habe noch kein zweites Bildschirm mehr. Ich habe ihn leider verloren. Und deshalb kann ich nicht dingen. Also du kannst mitzocken, der Server ist free. Also registrieren auf www.com. Und ja. Halt mich kontaktieren dann in-game. Mehr musst du nicht machen. Das ist ein offener Rollenspiel-Server, da kann jeder reingehen, der eigentlich die Regeln gelesen hat und sich registriert hat. Also, kein Problem, kannst du mitmachen. Aber eben, ich kann nicht immer die Kommentare sofort sehen. Ich schaue manchmal, also ich schaue eigentlich ziemlich oft manchmal, aber so richtige, ja, oft kann ich meistens wegen den Jobs und so nicht machen. Und weil ich halt einfach auch manchmal ein bisschen viel rede oder so und dann vergesse. Ja. So, 16:22, also können noch ein paar Runden machen. Also es hat jetzt einfach ein bisschen zum Geld verdienen und zu warten, bis die Pflanzen fertig gewachsen sind in der Farm. Mache ich jetzt ein bisschen Nebenjobs, ein bisschen Geld zu verdienen noch und Erfahrung zu sammeln. So, jetzt können wir weiterfahren. Genau. Also wenn ich irgendwas so livestreame, dann schreibe ich immer drauf, dass es eine Wiederholung ist. Falls es eine Wiederholung ist. Aber ich kann halt nicht immer sofort schreiben, also reden. Kommentare beantworten. Ich schaue jetzt öfters, danke, dass du irgendwie nochmal jemand etwas kurz schreibt und es ist halt sehr wenig noch los bei mir, weil ich erst wieder begonnen habe zu livestreamen. Ja, auf YouTube bin ich aktiver natürlich gewesen. So. Knote in den Zell. Ich habe ihn, ja, also der Anschluss geht nicht mehr. HDMI ist kaputt gegangen. Verloren habe ich nicht, nee. Das habe ich einfach gesagt, weil verloren ja eigentlich auch heißt, dass er kaputt ist. Da ist noch jemand, das ist der. So, jetzt haben wir glaube ich 200 nochmal verdient, plus Boni. Jetzt müssen wir ja nochmal eine Runde machen. 7000, wow. Die Runden sind richtig kurz. Lol, nur eine einzige Straße hier. Eine einzige Linie.
ist wieder ein Gang. Oh. Was macht denn der? Ultra-Hochgeschwindigkeits-Jumpen. Ja, ich finde den Job eigentlich noch interessant. Also Busfahren ist viel interessanter als Lastwagenfahren und Taxi. Bei Taxi musst du immer lange warten, bis endlich mal ein Spieler anbeißt, oder? Und dann hast du immer Langeweile, musst immer den Platz wechseln und so. Ist ein bisschen doof. Aber die Jobs, da automatischen Jobs, die sind eigentlich sehr gut. Musst halt auch die Autoprüfung haben. Also melde dich mal online dann. Und mir die Telefonnummer geben. Kannst du mir anrufen. Das ist gerade nicht aktiv, okay. So. Es ist Stau, es waren recht viele Bus. Erzieh dich, Meister! Hey, geht's noch? Soll ich dich gleich mal bei der Polizei abmelden? Nee, bitte nicht. Ich hab 10 Kinder und muss sie alle ernähren. Ja. Ich werde sowieso Polizist, dann kann ich dich verhaften. Tschüss. Oh Gott. Also solche Leute triffst du leider immer wieder. Verpiss dich mal. Hey, das ist eine Haltestelle, da musst du warten, bis der andere fertig ist. Aber so nicht. Also, ist ja schon gut, aber der war einfach völlig crazy. Oh, Payday. Ich frag mich, wie man mehr Payday bekommt. Muss man irgendwie mehr spielen oder so. Wenn ich jetzt erst 2 Tage spiele. Zweite Tagesbonus habe, also einen Tag eigentlich spiele. Nein, 2 Tage spiele. Ist es halt einfach so, dass ich noch nicht so viel verdiene. Hey, man wird ja trotzdem recht schnell. Also, man kann ja auch ein bisschen mehr zocken. Ich tue gerne WoW zocken. So, finde ich cool. Meine Rucksack-Emblanche ist einfach tot. So lieb, der stürzt ab, ja. Ja, du musst dich verbinden mit, Moin, Meister! Hallo, Nico! Ich hab sie schon vermisst. Ah, okay. Voll asozial. Also, reden kannst du, wenn du das mit dem TS3-Plugin machst. Das musst du im Forum nachschauen, also das kannst du im Forum einstellen. Dann musst du das du musst einen Code eingeben, den du bei TS3 siehst, bei Optionen und dann irgendwie Experte, irgend so etwas. Und dann hast du dort den Code, den gibst du im Forum ein und dann bist du verbunden und kannst da reden. Und ja, wir treffen SC, ist er wahrscheinlich selber Charaktername oder so. Der ist XX Shadow. Also, wenn du mich triffst, kannst du ja mich kurz anreden. Sonst kann ich dir die Telefonnummer geben, wenn du bereit bist. Oh nein! GG! Kein Pokémon Go am Lenkrad! Ja, genau. Ja, ein Pokémon Go-Fan. Also, wenn jetzt schöner wird, werde ich vielleicht auch mit Pokémon Go anfangen. Einfach nur, damit ich ein bisschen auf Reisen bin, in die Stadt kann und so weiter. Ohne dass ich jetzt gerade so gelangweilt bin und sage, ja, lieber Livestream zu Hause. Nee, das ist klar, ich muss halt jetzt öfters auch ein bisschen meine Muskeln benutzen wieder. Ich recht schwer krank warum war. Ist die Auto so schnell? Ja, die sind, weiß nicht, die machen Feierabend wahrscheinlich schon. So. Social Club. Ich heiße Drago Basler. Aber ich kann jetzt hier gerade nicht so sagen, wie genau.
Aber ich bin eigentlich überall der Drago Basel entweder zusammengeschrieben oder auseinander. Zum Beispiel bei YouTube habe ich so ungefähr 695 oder 94 Abonnenten und mache eigentlich regelmäßig Videos. Und hier auf Twitch bin ich jetzt auch wieder aktiv. Da war ich vor 2 Jahren aktiv ein bisschen und jetzt leider längere Zeit wegen, ja. Es hat einfach geleckt bei Open Broadcaster Software, wenn ich aufgenommen, also Livestreams gemacht habe und Videos gemacht habe. Und das konnte ich erst jetzt so richtig fixen vor ein paar Monaten. Ich bin auf YouTube am Video machen und jetzt am Livestream hier auf Twitch. Die TSIP. Da muss ich kurz nachschauen. Ich gehe mal kurz weg von der Haltestelle, damit die Spieler sich nicht nerven. Die rasten nicht mehr so schnell aus, wenn man hier auf dem Wavefront ist. Diese TSIP ist, muss ich noch kurz auf den Connected. Server gehen? Ja, Rechtsklick. Bearbeiten. vio-v.com. Ich kopiere es mal kurz. So. Bei Social Club kann ich eigentlich auch gerade kurz nachschauen, wie ich heiße. Da muss ich mich anmelden. User entered your channel. So, ja, wo steht mein Name? User entered your channel. Die Homepage User entered leckt your bei channel. mir. User left your Alles channel. gut, ich mache wieder weg. Sind zu viele Leute im Channel. Eingangshalle. Disconnected. So, weg. Drago Basel zusammengeschrieben, heiße ich. So. Ah, die Leute sind weg. Sind immer vor mir und nie hinter mir oder so. Es kommt niemand nach. Ich bin einfach halt ja, eher am Schnellfahren. Also ich kann halt steuern, was viele nicht können. Es werden so viele eingesperrt, so viele machen Mist auf dem Server. Einfach nicht kümmern drum. Selbe Schuld, dass sie immer wieder eingesperrt werden. Also eigentlich sollte dir nichts passieren auf dem Server. Dass du ausgeraubt wirst oder ja, gefangen genommen wirst. Das war vor 2 Jahren, wo ich auch WoW-Livestreams gemacht habe. So. Aber bis jetzt, in den paar Tagen, wo ich jetzt zocke, ist nichts passiert mehr, zum Glück. Weil es gibt sehr viel mehr Gangs jetzt. Und ja, die Polizei macht halt herzlich wenig. Deshalb möchte ich eigentlich Polizist werden, damit ich da ein bisschen Ordnung machen kann. Und es euch auch mehr Spaß macht, sicher zuzuschauen. Ja, hier sind wieder die Leute am Runterfahren. Es ist so doof, dass man hier nicht einen Rundkurs hat, sondern immer wieder hin und wieder zurück in der gleichen Straße muss. Weil die rasen so mega hier runter. Da komme ich immer ein kleines Herzrasen über. Weil es ist so, fällt halt aus der Windschutzscheibe und ist schwer verletzt. Jetzt kann man anschneiden. Ah, hab ich mich schon. Ja, da habe ich nicht. Ja, egal. Ja. Das Haltestelle warten ist einfach zu lange. Ah ja, ich muss jetzt langsam aufhören. Schade, ich hätte noch ein. Ich hätte sonst noch Zeit gehabt für eine Haltestelle und 200 extra zu kriegen. Das habe ich aber zu spät gemerkt. Benzin habe ich noch ein wenig. Aber Essen muss ich noch kurz. Und da habe ich noch genug. Ja, viele Tutorials bekommst du im Forum oder von anderen Videos.
Und sonst kann ich dir immer wieder helfen, gell? Einfach anrufen, Engel. Und kurz Frage stellen. Aber eben die Telefonnummer brauchst du natürlich von mir. Jetzt kann ich natürlich die kurz zeigen. Ah, ich kenne sie gar nicht auswendig. Das ist nämlich eine neue. Nein, nicht mehr. 8 9 2 5 6 8 6 8 9 2 5 8 6. Ah ja, also ich habe jetzt der Ding gemacht, der Social Club Name und jetzt der normale. Ja, richtig geschrieben. SC-Name, Social, also Drago Basle ist der SC Social Club Name und XX Shadow ist der WoW Name. Genau. Schön, dass du so aktiv bist. Ich habe sonst natürlich nicht so viele Chatter. Und jetzt muss ich unbedingt dringend den Bildschirm holen. Ich habe so viel Geld und jetzt habe ich dann noch Geld von der Grafikkarte, die bei meinem PC nicht geht und die ich dann beim neuen PC auch nicht mehr brauche. Und dann kann ich eigentlich relativ schnell einen super PC kaufen. Und der wird wirklich Monster. Also jetzt den neuen PC. Bis zum Mai, also bis zu meinem Geburtstag, habe ich das ungefähr dann gemacht. Ah, danke schön fürs Followen. Ich denke mal, du warst es. Ich bin einfach nicht fähig zu fahren. Ah, Öle Twitch, herzlich willkommen bei mir. Dankeschön und hallo. Jo, ich bin vor 2 Jahren am Livestream gewesen auf YouTube mit WoW und habe gedacht, ich gehe jetzt wieder zurück nach WoW, weil mir Rundspielserver nicht so anmachen. Da muss man einfach viel zu viel Rundspiel machen für meinen Geschmack. Und deshalb streame ich jetzt hier auf Twitch neu, also ja, wieder WoW. Auch wenn ich jetzt noch nicht so zufrieden mit WoW bin, aber das kommt, weil man hat jetzt einfach mehr Möglichkeiten. Es wird eigentlich gut weiterentwickelt. Und mir macht es Spaß, weil auch Kollegen dabei sind. Also mehrere Kollegen haben begonnen, WoW zu zocken. Und haben gedacht, ja, weil ich schon Videos gemacht habe und Livestreams darüber, mache ich das auch. Und so bin ich jetzt wieder bei WoW gelandet und möchte natürlich schon gerne ein bisschen sozialen Kontakt haben. Also. Aber genau festgelegt habe ich mich noch nicht, einfach dass ich relativ viel Rollenspiel mache. Und je nachdem, was ich möchte, eigentlich Jobs mache. Also wenn ich mich irgendwo bewerbe halt. Zuerst wahrscheinlich Sanitäter und dann Polizist. Weil ich eher ein netteren Typ bin als ein Gangster, der alles beherrschen möchte. Also ich habe nicht so gerne das Beherrschen. Mir reicht es, wenn ich einen Platz habe. Essen und einen schönen Job habe. Ja, viele Spiele sind da ja meistens am Banküberfall, also Läden überfallen oder am ja, Fischen, Eisenerz, also Golderz suchen. Das ist für mich nicht so gut. Habe ich gemerkt. Ich bin nicht so der Grinder, ich bin eher so der ja, verschiedene Jobs anteste und immer wieder mache. Dass der Lastwagen schneller fährt als ich. Geschwindigkeit habe ich ein bisschen höher. Ich
Hey, hallo. Man fährt nicht auf der linken Spur. Eieiei. Das sind keine Vorbilder, hä? So, schön parkiert. Hallo. Moin. Gut, brauchst du Bomben? Für was? Nein, ich bin noch nicht in der Gang. Ich spiele seit 2 Tagen. Und ein WoW-Server, okay. Das ist ein Real-Life-Server. Also da spielst du sozusagen ein Real-Life-Leben nach. Du bist also, ja, hier, wenn du zockst auf dem Server, hier auf dem Server und nicht im Real-Life. Also hast verschiedene Sachen, musst Jobs machen, Geld verdienen, weil du auch Ausgaben hast, oder? Und musst essen, ja, musst Kontakt knüpfen und so. Ist eigentlich ziemlich gut, das ist ein weniger Rollenspiel-Server. Also nicht ganz so viel wie bei den meisten, aber doch schon recht viel. So, jetzt mache ich einfach nicht gerade so viel. Anpflanzen neu. Dafür alles ernten. Ah ja, das muss halt sein, damit ich die Tutorial-Quest hier rechts wegbekomme. Die ist so nervig gemacht, dass man so lange farmen muss, dass man endlich mal das zweite bekommt. Ah, das ist immer noch alt vom Moobot und Stream Elements. Eins mache ich dann raus, glaube ich, der Moobot mache ich dann raus. Das ist alles noch vom alten Streaming im Oktober da und das war. Aber das ging damals noch nicht so gut, weil ich nicht so viel Bitrate einstellen konnte. Ja, und jetzt hoffe ich, dass ich bald noch ein paar Informationen unten hinschreiben kann, aber dafür muss ich mehr streamen. Das muss ich sozusagen freischalten, indem ich einfach viel streame. Aber dank diesem WoW-Server kann ich da eigentlich noch ziemlich viel streamen. Und ja, bald kann ich auch schneller auf die Kommentare antworten. Also nicht wundern, wenn ich gerade nicht schreibe. Also gerade etwas sage über eure Frage oder so. Ja. Also wir werden jetzt mal nicht farmen. Ich werde jetzt einfach ernten und dann schauen, einfach mal noch verkaufen und dann machen wir einen anderen Shop. Vielleicht Taxi, wenn gerade etwas los ist. Sonst muss ich halt warten, bis ich endlich der Anführer von den Fire Department sich meldet, weil der irgendwie auch zuständig für Sanitäter ist. Das verstehe ich irgendwie nicht so. Wie wird man Sanitäter, wenn nirgends steht im Form? Ah nein, ich will nicht anpflanzen. Den habe ich nicht genommen. Die Beete sollten viel größer sein und mehrfach bepflanzbar sein, also dass man mehr auf einmal aberntet. Weil so ist es ultra langweilig. Ja, für den, der einsteigt, am besten zuerst angeln. Du brauchst keine Autoprüfung. Du bekommst eigentlich sehr guten Loot durch die Kisten über. Und hast dann einfach dein erstes Geld. Meinen würde ich noch nicht, da würde ich eher mit Presslufthammer dann meinen. Und die anderen Berufe sind meistens mit Dingen. Also Farmer würde ich sowieso anfangs eigentlich nicht so machen, wenn du nicht so viel Lust hast auf Grinden. Aber die Quest halt einfach dann immer hast rechts. Kann man glaube ich nicht ausmachen. Schade, dass der Kumpel, der Ghost Hunter, momentan keine Zeit hat. Also hätten wir noch Müllmann machen können. So, die anderen sind leider noch nicht reif. Hm. Ja, hier auch nicht und hier drüben auch nicht. Ne? Schade. Ja gut, da habt ihr noch das Moobot-Teil, wo mein Server, also mein Hauptkanal liegt auf YouTube.
Dort werden einfach alle Aufzeichnungen hochgeladen und manchmal auch Videos, Let's Plays oder so. Später kommen noch Vlogs, wenn ich dann nicht immer so viel Zeit habe zu Livestreamen, unterwegs bin oder Job mache. Dann werde ich einfach ein bisschen vloggen und dann habt ihr dann auch noch Videos dazu. Ja. Also es hat jetzt gerade ein bisschen langweiliger, aber ich muss unbedingt farmen. Ich werde dann nicht mehr farmen im Livestream. Das werde ich immer dann machen, wenn ich nicht livestreame, wenn ich noch ein bisschen, ja, für mich alleine zocke und dann das Langweilige mache. Das mache ich am liebsten, wenn ich einfach nicht aufnehmen oder livestreamen muss. Ja. So, hier ist 90. Aber wieso dies langsamer wächst als hier rechts, verstehe ich nicht. Ich habe alles nacheinander gepflanzt. Komisch. Ich habe keine Ahnung, wie das läuft hier. Was habe ich hier fallen gelassen? Das Messer. Ah ja, das Messer steckt auch überall hier. Ich verdopple die Messer. Und immer wenn ihr hinkniet, dann fällt bei euch irgendwie Erde raus oder so. Also wenn ihr jetzt gerade kurz schaut, wenn er hingekniet ist. Ja, man sieht es jetzt nicht so gut. Vielleicht auf diese Seite. Ja, seht ihr, so aus dem Kopf kommen so komische. Es ist kein Schweiß. Schweiß ist doch weiß. Oder, ja, gelb. Also eine Stunde. Das heißt, ja, 17:38 Uhr komme ich dann wieder hin. 18:40 Uhr. Weil die Karotten verdorren extrem schnell. Also nach 2 Stunden sind sie schon verdorrt. Und dann gibt es keinen Ertrag. Ich schau mal kurz. Was im Discord? Ja, der spielt Grand Theft Auto 5. Also geht hier online wahrscheinlich. Jetzt sind ungefähr 5 Tage recht gut alle aktiv gewesen und heute sind wieder alle inaktiv. Finde ich schade, weil ich immer sozialen Kontakt habe zu Kollegen, wenn wir jetzt schreiben oder telefonieren. Eigentlich bin ich ständig den ganzen Tag am Mikrofon und rede. Ich bin sowas von, ja, Ding geworden. Redegewandt. Weil ich recht lange Probleme hatte mit dem Dialekt, weil ich Schweizer bin. Und an der Grenze wohne zu Deutschland. Und eigentlich nie Deutsch rede, nur Schweizerdeutsch. So. Wir warten einfach jetzt kurz, bis damit die, ja, erntbar sind. Und ja, ich weiß nicht. Ich habe leider seine Telefonnummer nicht. Ich könnte Ghostfunder anschreiben, also telefonieren, weil er nicht bei Discord aktiv ist momentan. Schade. Könnte vielleicht im Forum noch kurz was schauen. Ob er geschrieben hat, kurz. Scheinbar nicht. Ja. Sind sehr viele inaktiv im Forum. Also vor allem die Chefs von den verschiedenen Berufen sind einfach inaktiv. Machen eigentlich gar kaum was, nehmen kaum Bewerbungen an. Bei der Polizei ist so asozial, ja, mach doch die viel bessere Bewertung und so. Und dabei ist es eine recht gute Bewertung gewesen von jemandem. Habe ich irgendwie heute Morgen nicht so verstanden, wieso das so wichtig ist, eine gute Bewerbung zu machen.
Ihr wisst ja, wie Bewerbungen stinken. Das will niemand gerne machen, deshalb einfach ein bisschen toleranter sein. Ich werde vielleicht schon relativ schnell dann ein Chef sein von irgendwo. Und dann werde ich natürlich viel besser alles machen. Also ich kann es nicht machen wegen Livestreaming, oder? Dann habe ich auch immer wieder etwas zu tun, zu besprechen und dann darf ich ja nicht übertragen. Und ja. Oder einfach aushelfen, reicht für mich auch. Aber das ist so Livestream, also das ist halt auch ein bisschen geschützt, ein Beruf, ein Chef zu sein, oder? Kann ich eventuell dann nicht. Also wenn, dann gründe ich eine Gang oder so. Oder schließe mich einer an, die gut ist. Aber mir gefallen jetzt die Gangs noch nicht so sehr, dass ich jetzt denen anschließen möchte. Ein paar sind ja einfach sehr gewalttätig oder rasen die ganze Zeit herum und das mag ich überhaupt nicht, wenn die Leute einfach keine Acht auf den Straßenverkehr machen, geben. Dann ist ja nicht so dolle. Das ist so langweilig, jetzt muss ich 5 Minuten noch warten und irgendwas machen. Und dann sofort wieder zurückkehren, weil sie sonst verfaulen. Ich mache etwas anderes. Das ist schon heftig, wenn man so lange warten muss, weil das verzögert ist. Ich habe angefangen und dann beendet mit 10 Minuten später und dann steht dort, ja, ich muss noch 5 Minuten warten. Das macht keinen, ja, keine Logik. Ich habe erst 263, das geht so lange noch. Noch dreimal so viel. Das ist so, ist es sehr groß. Das muss man sehr lange farmen. Ja, schade, also. Ich hätte gerne jetzt Dingsalat, Kopfsalat. Ja, aber das ist 1500 XP. Das geht noch nicht. Noch lange nicht. Aber wieso bekommt man nicht mehr Punkte? Geld bekommt man schon gut, aber Punkte. Ja, gut. Farmen ist am Anfang einfach viel zu langweilig, wenn man noch nicht die Möglichkeit hat, viel zu farmen, indem man ständig warten muss. Also hier ist 17, 17. Also 5 Minuten bis 55 und dann tue ich noch ein bisschen ernten. Und ja, um 17 Uhr werde ich aufhören mit Farmen, wenn ich dann alles habe, da abgebaut. Also geerntet habe hier auf der linken Seite. Und hier werde ich dann einfach wieder, ja, 17.40 Uhr hinkommen. Damit wir einfach dann schnell, so schnell wie möglich Kopfsalat haben. Das geht leider ein paar Tage. Aber je mehr die mehr machen, desto schneller kommen wir auch vorwärts. Und ihr könnt jederzeit natürlich auch etwas gamen oder einfach nur den Livestream nicht schauen, mir ein bisschen zuhören oder so. Oder Musik hören. Weil ich natürlich noch nicht so Playlists habe oder so, wo wir ein bisschen Musik hören können. Das kann gerne jemand für mich machen, aber ja. Richtig einstellen kann ich nicht, weil ich nicht so viel Musik höre selber. Also kaum Lieder kenne, die jetzt gerade passend sind. Ich habe eher Heavy Metal und das will wahrscheinlich niemand hören, solange wir da UV zocken. Dann bei Action-Rollen spielen.
Das passt dort besser. Ja, gestern war mehr los im Livestream, aber es war auch später. Vielleicht kommen dann irgendwann mal ein paar Leute noch. Bis dann der Chat anfängt zu durchrushen. Geht für, bei mir halt noch einige Zeit. Also, ich bin halt eben, ja, jetzt wieder relativ frisch auf Twitch. Also muss halt andere Games zocken, damit ich ein bisschen mehr Aufrufe habe. Ich könnte ja sogar Pokémon Go Livestream machen über das Handy. Aber leider habe ich ja nicht gerade so ein gutes Abonnement. Das wird bei euch lecken. Das ist sowieso Regenzeit jetzt momentan. Und da muss ich ja auch zuerst einsteigen können. Andere Handy-Games könnte ich nicht livestreamen. Das ist für mich so gar nichts. Wenn ich selber die Games nicht gamen will, auf dem Handy, habe ich eigentlich gar keine Lust auch zu leisten. Es ist halt immer so, ja, lohnt es sich? Willst du das überhaupt? Willst du überhaupt recht viel Livestream über das Game? Und dann kommt erst, ja, ich mache es. Und weil ich meistens auch eher Games spiele, die wirklich nicht zum Livestream sind, weil sie einfach zu langweilig sind oder so für den Anfang. Wenn ich dann mehr Zuschauer habe, wird es wahrscheinlich dann auch eher ein bisschen spannender werden. Aber bis dann so weit bin und so, dann livestream ich eher WoW und Minecraft. Philipp Meyer, der tut sich wie im Real Life, oder vielleicht ist es auch nur ein Name, ein Rollenspielname. Aber der sollte nicht cheaten. Wieso tun so viele teleportieren? Alle keine Bock auf ja, Autofahren. Dasselbe ist halt schon ein bisschen Autofahren. Und wenn ich Autofahren kann, ist einfach mal aufgeschmissen. So ein Ding, die Prüfung machen und halt am Druck. Also ich habe die Prüfung nicht geschafft mit meinem Hauptcharakter. Jetzt ist das halt mein Hauptcharakter, weil der die Prüfung hat. Jetzt ist 2 Minuten hier, die rechts. Das können wir eigentlich gleich wieder enden. Wir müssen dann nicht wieder warten. Ich glaube, ich mache die Reihe noch fertig hier. Damit wir dann einfach den haben. Genug Karotten wieder, um dann wieder zu verkaufen. Ja. Ich glaube, ich gehe jetzt so langsam auch zum Polizeirevier oder so und treffe mich mal mit ein paar Leuten. Ein paar Bullen. Weil ich will schon mit vielen Spielen in Kontakt haben. Das ist auch nicht schwer. Aber schwer zu finden halt. Also wie sie hier richtigen Kontakt aufbauen können zu vielen Spielen, geht halt einige Tage. Zum Beispiel beim Fischen ist auch immer wieder was los. Haben alle mal noch See nördlich, hat's den Fischersteg, wo ihr auch Angeln kaufen könnt. Und Fisch verkaufen könnt. So. Ja, geht noch einige Zeit. Okay, ja komm. Wir machen jetzt die Reihe nicht fertig. Aber ernten muss ich unbedingt, sonst verfallen die Teile wieder. Red mal ein bisschen weniger rein. Ich immer noch ein bisschen heißer bin. Dankeschön, liebes Spiel. Da
Kommt nicht mehr Karottennebel. Ich dachte, man kommt früher manchmal die Chance auf 2 Karotten pro Strauch. Aber wieso bekommt man aus einem Kartoffelstrauch nur eine Karotte über? Die wollen einfach alles herauszögern, weil sie einfach nicht zu viel arbeiten wollen vom Server. Ja, ich möchte unbedingt den VOV-Server ein bisschen gestalten können. Muss mal ein bisschen anfragen, weil ich kann schon nicht gut umgehen, programmieren und ja, designen. Aber bei mir mangelt es halt auch an Programmen, wo ich das recht gut machen kann. Ich müsste dann alles downloaden natürlich, viele Mods und Editoren downloaden. Und das neben Streamen noch zu machen, ja, ich weiß es nicht. Dann eher morgen modden, also für den Server arbeiten und am Abend dann WoW auf dem Server zocken. Ja. Aber das ist halt ein hohes Tier, also die Berufe, ja, da musst du sicher ungefähr 5 Monate schon auf dem Server sein und das geht natürlich nicht so schnell. Wenn ich jetzt erst gerade wieder angefangen habe. Es wird mir niemand glauben, dass ich vor 2 Jahren gezockt habe. Schauen die Videos nicht an. Ich habe den Beweis, dass ich recht lange WoW gezockt habe. Es waren sicher 2 Monate. Und dann sicher noch 1 oder 2 Monate ohne Aufnahmen, weil ich ja nicht aufnehmen konnte, noch gezockt. Also ich glaube bis Oktober habe ich gezockt. Und im August ist ja das passiert mit dem, ja, ich kann nicht mehr livestreamen mit dem Monitor und was. Ja. Das war 2018, nicht 2019. Wie viel Karotten haben wir? Denn? 246, das reicht für ein paar XP. Ach man, der Mann muss einfach mal ein bisschen weniger annehmen. Dieses Fenster aufmachen. Ein bisschen angekommen und schon das Holz zerfetzt. Ah, yeah. So. Level-Mods. Wow. Alles russisch. Nix los bei den Kollegen. Hallo, wacht mal auf. Ich will sozialen Kontakt haben. Oder körperlichen Akt. Körperlichen Kontakt. Vollkontakt Kampfsport. Ja, eventuell fange ich mit Kampfsport an. Wenn es mit Fußball nicht so klappt wegen der Gesundheit. Ah ja, Kampfsport. Ich bin der dann richtig der Kampfsportler ist. Weil ich ja eher auf Taktik gehe und nicht auf Kraft, werde ich wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Chancen haben. Also wenn man Kraft auf Kraft setzt. Viele Kickboxer sind ja relativ taktiklos. Leider. Ja, nicht gleich. Ist ihr Problem. Ich sage immer, ja, wenn die anderen Menschen das nicht richtig machen, ist es ihr Problem. Das muss doch mein Problem sein. Grüße. Ich verstehe gar nichts. Ja, ja, manche mögen es nicht, wenn man hupt. Aber ich hupt gern. Ich fange wahrscheinlich wieder diesen Scherz an, also dass viele dann auch hupen immer. Aber wieso kommen die auf diesen Server, wenn sie doch so asozial sind? Gehören gar nicht auf Servern, wenn sie keinen sozialen Kontakt aufbauen wollen. Kein gutes Headset haben, keine
gute Internetverbindung haben können. Sie sind gar nicht auf diesen Server. Aber das wollen sie trotzdem. Und, ja. Der Gerald Meyer ist eingesperrt worden. Heute wird extrem viel eingesperrt. Der ganze Chat ist voll eingesperrt. Oh, Benzin geht langsam aus. Wir müssen dann mal noch tanken, aber es ist in Kürze vor, es gibt relativ viele Tankstellen überall. Die letzte ist gerade vorbei. Und ja, mit 50 oder 60% werde ich das Auto auch reparieren. Ich glaube, ich habe einen gekauft, wegzukommen. Dann geht das auch. Bonn ist auch relativ gut. Was wollen wir sonst noch machen? Jetzt habe ich gerade nicht so viel im Kopf, was wir machen können. Habe ich einfach zu viel gemacht heute schon. Ich habe nicht mehr so viele Pläne, außer eben warten auf einen Job. Kann nicht viel machen. Eben weiter jobben in der anderen, vielleicht mal fischen wieder oder etwas Spannendes machen. Ich weiß nicht, was spannender ist. Mann, Goos, komm mit und mir jemand zu machen. Ich brauche unbedingt jemanden, der die Autoprüfung schon hat. Für Müllmann. Weil Müllmann ist recht ja, ordentlich rentabel. So, jetzt sind wir hier. Und ja, dann gehen wir wieder zu dem. Nein, nicht falsch. Hallo? Hi. Hast du eine Frage? Das ist eine komische Animation. Ja. Was? Ich höre dich leider nicht so gut. Was dein Mikrofon lauter macht. Ja genau, ich gehe zum Marktplatz, also das ist der Marktplatz für die Farm. Das habe ich verkauft und jetzt habe ich eigentlich schon ziemlich viel Erfahrung. Muss aber irgendwie 1200 haben für den Kohlkopf. Und der habe ich natürlich nicht. Also da muss ich noch ein paar Tage fahren. Willst du Karotten haben? Weil ich brauch die nicht. Ja, von mir aus. Also könnte sie schon gut gebrauchen. Weißt du wie? Kann dir schon ein bisschen Geld geben. Oder brauchst du irgendwas anderes?
Okay. Ist einfach dein Restposten. Kann ich gerne annehmen, also, ja. Ja. Ja, danke schön. Kein Ding. Wiedersehen. So, jetzt kann ich gleich noch kurz die anderen Fragen beantworten. Der Knast ist kacke. Lass Squad machen. Eine Squad machen. Ja. Weiß ich nicht so. Also ich bin eigentlich ja viel am Zocken jetzt seit 2 Tagen, deshalb habe ich einfach ein bisschen mehr Geld. Das ist vor allem von der Farm. Das meiste Geld kommt von der Farm. Aber es ist echt die langweiligste Arbeit mit Abstand, die langweiligste Arbeit. Und deshalb bin ich eigentlich nicht so gewillt zu farmen, vor allem im Livestream nicht. So, wir machen Busfahren oder Lastwagen fahren. Ich weiß nicht, eins ist noch irgendwas mit. Es gibt noch einen Job, aber ich weiß nicht genau, was für ein Job. Ja, bis ich das weiß, mache ich Busfahren. Angeln ist auch sehr langweilig und meinen sowieso. Meinen tue ich schon genug in Minecraft. Oh. Ah ja, Taxi wollten wir ja machen. Komm, machen wir diesen Taxi. Ist der Polizei am Hals? Wie asozial manche Spieler sind. Ich verstehe echt nicht, was wollen die Leute auf diesem Server, wenn sie asozial tun? Was ist der Grund dafür, dass sie auf den Server kommen? Um einfach anzugehen. Oh Gott. Wie blöd. Er kann doch kurz warten, bis ich vorbei bin, bevor er mich reinrast. Aber das geht einfach gar nicht. Also einfach mich herumschieben, als würde ich irgendwie ein Crash-Test-Dummy sein oder so. So sagt man sozial. Ich muss den Sitzgurt öfters benutzen. Ja. Das geht nicht. Ich werde irgendwann werde ich sterben. Ich bin noch nie gestorben in WoW. Das erste Mal wird sicher mal gehen. Ich mach mal wenig. Mach mal 20. Ja, 15. Mach ich mal 10. Nein, nicht so 10. So. Also. Sollte eigentlich schon gehen. Schattenfand einfach meine Quest. Ah, das ist das Quest. Und ja, ich bekomme wahrscheinlich jetzt auf Ding. Also ich habe jetzt Taxi noch nie gemacht. Okay. Hallo? Taxi-Service. Guten Abend. Okay. Ging schon mal nicht. Manche Spieler haben halt einfach noch kein TS. Oder haben irgendwelche Probleme mit TS. ITS macht relativ viele Probleme bei den jüngeren Zuschauern, also den jüngeren Spielen. Deshalb sollte das mal auf Discord gehen mit einer App, mit einem Bot. Das können viele Server, also Real-Life-Server und Rollenspiel-Server, aber
Ach, halt nur die besten, vor allem die englischen. Mein TS3 ist einfach so mega buggy. Also ich habe immer ständig irgendwelche Verbindungsprobleme oder Abstürze und so. Und einfach die ganze Zeit diese blöde Frau im Kopf. Keine Ahnung, was die wollen. Also das, was die machen überhaupt. Aber Discord hat auch Probleme, dass man sich zum Beispiel nicht als Freund hinzufügen kann und so weiter, weil irgendwas buggt. Ja. Kannst du dich bei, kurz, vielleicht, wenn ich das Auto, das Bike in die Garage gebracht habe, kurz abhole? Okay. Weil das Taxi immer noch so wenig genutzt, obwohl eigentlich viele die Autoprüfung nicht haben. Was soll der Scheiß? Ja, einer von euch hat mich vorher schon mal VDMt. Das selbe so meine richtig Güte. Hip-Hop, Gangster-Style. Alle sind so richtig am Motzen. Okay, sonst mal bis wohin. Also so ein bisschen nervig. Hier. Hier ist immer so alles asozial, die Polen machen eigentlich kaum was. Genau vor ihrer Stube. Und deshalb sollte ich eigentlich hier nicht mit dem Taxi fahren. Ich komme ja auch nicht so richtig an. Ja, Leute. Ja, ist langweilig hier. Taxi-Service. Guten Abend. Musste ich zuerst bei TS3? Guten Abend. Ich glaube, ich muss mich entmuten und erst dann geht's vielleicht, aber ich glaube, das Problem beim anderen. Das macht momentan auch niemand Taxi, so ich sehe. Also ich tu mal irgendwo anders. Okay. Ja, geh doch. Nicht backen. Jetzt backt. Hä? Wieso backt es jetzt? Das kann ich nicht annehmen. Also momentan ist es gerade wieder sehr. Was Straßenseite? Ich bin richtig. Hallo? Geht's noch? Ich bin richtig. Ich bin richtig gefahren, das hat man gesehen. Falsche Straßenseite. Hallo, geht's noch? Ich bin eigentlich immer am richtig fahren. Das kann ich natürlich nicht zurück. Wieso bekomme ich einen Strafzettel, wenn ich richtig fahre? Hallo? Polen!
Was soll das? Wieso bekommt man Strafzettel, wenn man richtig fährt? Sie werden. Aufpassen auf andere könnt ihr echt nicht. Immer nur Scheiße machen, Boden. Ja, das ist die Fahrt, also bitte rechts an den Kanal. Taxi-Service, hallo. Musst du TS3 freischalten, Plugin. Dann kannst du reden. Und bitte nicht immer an. Kommst du mal bitte mit. Okay. Es ist so nervig, dass man da nichts machen kann. Harald, du musst einmal aufstellen. Das ist gerade ein Event. Bürgerschaft war nicht vom Band. Aber der klappt unter 30 Sterne. Gut. Hallo? Entschuldigung. Sind immer schwer beschäftigt. Es ist immer zu wenig Personal da. Ja, es ist echt immer so. Ja, Wahnsinn. Wie zu überfordert. Komm einfach mit hoch aufs Dach. Wie kommt man da am besten da hoch? Einfach geradeaus durch. Geradeaus, okay. Ist mal vielleicht recht. Ah, hier. So. Hi zusammen. Was wolltest du bei den Cops? Ja, nur sie haben nie Zeit. Ich habe jetzt mehrere Male einen Strafzettel bekommen wegen Falschfahren, obwohl das nicht gestimmt hat. Irgendjemand tut bei der Polizei einfach die ganze Zeit mich, ja, wegen Falschfahren, ja. Ja, hatte ich aber auch. Ich habe gestern den Führerschein abgegeben, was ich dafür. Oh, ja. Ja, die Polizei macht einfach nichts Richtiges. Sie können ja mal ein bisschen, ja, besser einfach auf uns aufpassen, also. Ja, zum Glück seid ihr wahrscheinlich in einer Gang. Ich möchte eigentlich auch zu einer Gang kommen. Versuchen uns aufzubauen. Mhm. Ah, ich muss wieder in mein Taxi fahren. Ich bin am Taxi fahren. Lohnt es sich mit dem Taxi fahren? Ja, es lohnt sich eher nicht. Also, viele Spieler tun einfach irgendwie halt anders fahren. Ist jetzt gerade momentan ist es noch zu früh, um Taxi zu fahren. Jungs, wir treten von Sperrstuhl alle drei sofort runter hier. Ja. Man hört euch unter übrigens runter. Gut. War irgendwie ein bisschen klar, dass wieder da oben nicht links, aber da habe ich ja gesagt, dass ich runter muss. Arsch, weg. Gut, danke schön. Einfach weg. Kurz vor der Nase einfach weg. Darf man nicht mehr welche rumhängen. So, ich muss unbedingt den Boden haben. Wieder niemand hier. Es ist zu viel los. Soll man mit dem LKW fahren oder mit dem Bus fahren? Also ich mache momentan Bus und es ist eigentlich ziemlich gut. Nur verdienst du auf Level 1 echt wenig. So mit dem Bus fahren levelst du halt sehr gut, das ist das Ding. Ja, genau. So mit dem Lastwagen fahren, da hast du immer so lange
Touren, das ist recht langweilig schnell. Sonst Fischen und Farmen ist eigentlich relativ langweilig, aber ist effizienter. Und meinen, aber das ist ein bisschen schlecht gemacht. Beim Bus Stufe 3 verdienst du fast 4000, aber in einer halben Stunde. Ja, also Busfahren ist eigentlich am effizientesten von den Nicht-Bewerbungsjobs. Ja. Aber das, da brauche ich sehr lange, bis ich Level 3 bin. Ich bin erst Level 1. Ja, das stimmt schon. Ich bin neu jetzt hier auf dem Server. Ich war vor 2 Jahren schon auf dem Server recht beliebt, aber ja, ich konnte 2 Jahre lang nicht mein Passwort wiederherstellen. Die hatten immer Bug. Oh Gott. Das ist irgendwas. Jetzt habe ich 2 Jahre verloren und jetzt muss ich halt alles wieder machen mit einem neuen Charakter. Ja, gut. Was soll man machen? Was seid ihr eigentlich für eine Gang, die Roten? Wir sind auch keine Gang, wir bauen uns einfach auch nur. Wir sind so eine kleine Truppe. Mhm. Ja, wir wollen halt später eine Gang gründen und wir sparen halt alle momentan zusammen. Also, ich kann euch gerne helfen. Fahr jetzt auf diesen Ort, wo wir hinwollen. Ah, Junge, du bist so ein Taxi. Na, wenn du Bock hast, wir suchen immer Leute. So ist es nicht. Mhm. Kannst ja meine Telefon, also Officer Nummer haben. YouTube! Officer YouTube! Jo. Warte mal, wollen wir hier ein bisschen weiter weggehen, damit nicht jeder deine Nummer hat? Gehen wir am besten zum Bus. Also zum Busdepot. Vielleicht nachher gerade Bus fahren kann dann. Ah, ich muss noch zur Farm, stimmt. Ja, aber ich habe noch 10 Minuten Zeit. Na, wir überlegen, ob es sich lohnt, einen Traktor zu kaufen für eine Farm und die eine Farm dann groß zu machen, weil da kann ja jeder raus. Also es geht sehr lange, es lohnt sich eher nicht, aber ja, wenn du dann mal so weit bist, lohnt sich schon. Also die höchsten Sachen, vor allem die Tiere, lohnen sich schon. Ah, ich habe wieder 2 STVO. Verloren. Gut. Habe ich direkt mal, glaube ich, 5 bekommen. Das ist ja so asozial. Ja, ständig. Ich habe nie einen Verkehrsdelikt sonst gemacht. Das ist ein Tag. Ja. Also ich gebe dir mal kurz die Telefonnummer. 89. Ja, Moment. Taxi fliegen wieder. Ja. 89258 Ja. 86 Ja, 86 am Schluss, ja. 892586 Alles klar. Ich melde mich gleich mal. Immer regnet es. Schon gestern Abend die ganze Zeit immer Regen. Naja, besser als der Schnee, muss man sagen. Ja, genau. Gut ist der weg. Also ich bin immer wieder extrem vorsichtig gefahren, weil der Schnee schon schlimm ist zum Fahren. Ja, ist echt so. Da man wie auf Spiegelseife, also so richtig die ganze Zeit am Rutschen. Nee, ich rufe dich mal später an. Okay. Ich schau mal, was wir jetzt zu tun haben, weil der Server wird jetzt eh gleich gerestartet. Ja, genau. Ja, jetzt kann ich sowieso nicht zur Farm gehen. Die Karotten tun immer so schnell verrotten. Und dann hast du keinen Ein. Ja, ich glaube, so nicht mal 18 Minuten hast du dafür Zeit. Boah. Also, die sollen jetzt ein bisschen schneller machen, weil ich dann um 17.38 Uhr eigentlich schon die Farm fährt. Also Karotten fertig habe. Ich habe recht viel angepflanzt diesmal. Und da muss natürlich so, ja, nicht mal eine Stunde vorher das mitgeteilt werden. Ja. Ich war das früher bei den Yakuzas übrigens. Hm. Aber eine rote Gang, so mit diesen Hemden, sieht eigentlich richtig geil aus. Naja. Na, wir versuchen halt momentan alles so, wir sind auch nicht
wirklich viele Leute, aber keine Ahnung. Wir suchen uns ein paar Leute zusammen, legen immer alles zusammen, damit man sich ein Haus leisten kann, weil das ist echt krank. Es gibt halt zu viele Gangs. Das gibt für 450.000. Also ich kann schon noch ein bisschen helfen, ich werde das ein andermal erzählen, was ich genau mache. Aber ihr wisst es wahrscheinlich schon, dass ich ein bisschen etwas Größeres mache als nur Game. twitch.tv/dragobase. Achso, alles klar. Livestream, ja. Ich bin schon seit 16 Jahren am Videos machen. Und jetzt habe ich gedacht, ja, jetzt mache ich mal BOV. Mal schauen, wie es wird. Und so kann ich euch eigentlich schon gut helfen. Da wäre dann noch ein anderer, der Ghostfunder, der möchte auch unbedingt eine Gang haben. Kann euch auch helfen. Und ja, mal schauen. Ja, wäre auf jeden Fall cool. Ja. Ja, es ist schleppend, was auf dem Server eigentlich gemacht werden kann. Also neue Gang gründen, das ist immer sehr schwer. Eventuell sind keine Ganghäuser zur Verfügung oder so. Da müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, das wurde auch ein bisschen besser gemacht als damals. Da hatte man noch Taxijob und alles mögliche und heutzutage braucht man direkt die Autoprüfung, die mega schwer ist. Und ja, ist einfach schon AFK. Gerade brauchst wirklich viele Leute so, um irgendwas zu erreichen, weil es zieht sich so in die Länge. Ja. Du farmst und farmst und farmst und im Endeffekt ist es nix. Ja, und die meisten Leute gehen weg, weil der Server eigentlich nichts bietet am Anfang. Sie können nicht warten, bis der Server irgendwas Tolles bietet. Das ist alles für die Leute, die wirklich lange auf dem Server sind und Bewerbungen schreiben können und alles mögliche. Ja, es ist halt einfach ein Low-Bob-Server, so ein bisschen. Für halt jedermann zugänglich, deshalb ist nicht so viel los. Am Rollenspielmäßig ist nichts los, fast. Na, wenn du Glück hast, ab und zu mal ein Polizist, aber sonst. Genau. Also, wo ich jetzt die Taxis gebraucht habe, ist eigentlich nie jemand da gewesen. Und jetzt, wo ich die Autoprüfung habe, möchte ich Taxifahrer sein, weil ich gedacht habe, ja, dann kommen mehr Leute, oder? Also kann ich mehr Geld verdienen. Aber ich verdiene mit Taxi nichts. Gar nichts. Es kommt kein einziger Mensch wie Taxi. Und wenn jemand jemand anruft, dann kann er nicht reden, weil er nicht mit TS3 verbunden ist. Oder so Sachen. Ja, ist ganz komisch, also. Ja, das ist auch blöd. Okay, noch 3 Minuten. Ja, dann mache ich mal ein bisschen Livestream-Stopp und dann, ja, nach dem Nachtessen nochmal. Ja, man sieht sich später. Okay, ja, viel Spaß noch zusammen. Bis später. Also jetzt kann ich ja wieder ein bisschen reden. Ist toll, dass ich wenigstens jetzt wieder mal ein bisschen jemanden getroffen habe, also 2 Leute. Und, ja, das ist... doch ein bisschen weiter geht. Jetzt schaue ich mal kurz hier beim Krankenhaus, ob man hier irgendjemanden trifft, der mir helfen kann, Sanitäter zu werden. Sanitäter hat sicher mehr zu tun als Taxi. Aber ich glaube, da passiert nichts. Ich werde doch nicht als gesucht gemeldet. Also ich gehe wieder zum Polizeirevier und frage mal nach, wieso ich... ich habe nicht ein falsches Ding, ich bin ja links abgebogen. Da war richtig. Und ich konnte ja nicht anders als dorthin fahren. Es war richtig regelkonform. Man darf Kurzstrecken übertreten. Einfach kurios, dass man einfach im Straßenverkehr nichts machen darf, obwohl alle herumrasen. Bekommen die Tausende von Strafzetteln, oder was? Ey, das ist kein Fußgängerstreifen. Die Map ist einfach nicht gemacht für Rollenspiel. Was ist denn der? Einfach ein Auto.
Nirgendwo hat's Fußgängerstreifen. Das ist in der USA wahrscheinlich nicht. Also hier hat's dieses Fußgängerstreifen, hier hat's einen Fußgängerstreifen, aber sonst nirgends. Ja, Polizei habt irgendwie ein Problem, ne? Guten Abend. Haben Sie kurz Zeit? Langeweile. Guten Abend. Alle am Warten. Guten Abend, dabei 44. Dankeschön fürs Followen. Jo. Sogar zweimal wirst du bedankt von zwei Bots. Ja, Steam Labs kann ich eigentlich ausmachen. So. Ja, dann ist der Server gleich offline und ich leite halt auch für kurze Zeit. Aber ich werde dann bald wieder weitermachen. Guten Abend. Die Polizei, der Freund und Helfer. Es passiert einfach gar nichts hier. Guten Abend. Alles still. Also noch eine Minute, ich log mich aus. Dann Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Also bis, ja, sagen wir in einer halben Stunde, gell? Tschüss.